und herzlich willkommen hier zu City Skylines, Staffel 5, Neufriedheim. Mein Name ist der Ed, ich begrüße dich ganz herzlich, schön, dass du wieder dabei bist, hier in unserer schönen, wachsenden Stadt. Beim letzten Mal haben wir uns unter anderem ein bisschen um den Zoo noch gekümmert, hier noch ein Gebiet errichtet und hier nochmal einen Kreisel hingebaut und natürlich weiter an unserem Universitätsgelände geschraubt, wo ich auch heute weiter ansetzen möchte. Wir kriegen gut Geld rein, also richtig gut. Das ist schon geil. Leider geil. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt das. Ne? Wir haben hier nochmal Universitätsgebiete. Das historische Gebäude. Das könnten wir eigentlich hier mal hinsetzen. Erstmal, ich muss ein bisschen verschieben. Neues Gebäude, ja, ja. Ist okay. Okay, das ist auch neu. Wie gesagt, ich platziere das alles momentan erstmal nur so hin. Archäologie. Und schon sind wir wieder pleite, weil die Gebäude sind unheimlich teuer. Aber sehen halt toll aus, ne? Weil die mega geil beleuchtet sind. Guckt euch das mal an. Finde ich persönlich den absoluten Hammer. Tut mir leid, dass ich da so viel von schwärme, aber wie gesagt, ich finde es den Burner. So, was wir hier gleich mal machen könnten. Na, will da kein Baum hin? Hallo? Da will kein Baum hin, oder was? Ah. Wäre ja ein bisschen doof. Dann muss ich doch wirklich wieder das anschalten, oder was? Komm, setz dich doch mal hin. Warum will er da nicht hin? Das ist ja doof. Ja, es ist zu viel. Gebüsche setzt er auch nicht hin. Das ist ja doof hier. Dass das so kahl ist. Ja, auch nicht. Warum setzt denn der das jetzt nicht? Das ist jetzt aber doof, komisch. Warum setzt denn der ihn nicht? Ist er doof oder was? Jetzt setzt er da was hin. Aha. Jetzt geht's auf einmal. Auch nicht schlecht. Okay, dann versuchen wir mal den großen. Wo sind sie denn, die hübschen Bäume hier? Ah, wenigstens ein bisschen was hinbauen. Na, große Bäume. So, wieder 18.000 auf dem Konto. Das ist schön, das ist gut, das freut mich. Ich versuche die so ein bisschen aneinander zu packen, dass das optisch auch passt irgendwie. Was ist denn das hier? Das ist wir bauen, obwohl eigentlich noch eine Straße dadurch ist, nicht so gut, ne? Okay, das ist die rechte Variante. Würde. Das sind hier Studentenwohnheime. Die würde ich gerne noch damit hinpacken. Dafür muss der aber mal weichen. Und ja, komm. Ja, ich würde den gerne irgendwie drehen können. Kann ich aber von Hand aus so nicht. Weil der andockt. So ist natürlich doof. So ist auch doof.
Okay, warte mal, wir werden den mal... Ich werde das jetzt mal anders machen, weil jedes Mal das Verschieben kostet Geld. Muss ja nicht sein. Jetzt. Ah, da dreht er nämlich nach da und da soll er ja eigentlich nicht. Er soll ja so, wenn schon, denn schon so. Ist okay. Jetzt brauche ich die linke Variante. Ah, den kriege ich da so nicht ran, ne? Jetzt bräuchte ich die linke Variante. Was ist das hier? Das ist... Ort ist bereits belegt. Wieso ist der belegt? Da ist doch nichts belegt. Das ist doch Blödsinn. Das akzeptiere ich so nicht. Dich werden wir jetzt definitiv anders hinbauen. So, dass es passt. So, jetzt wollen wir mal... Kriegen wir dich da irgendwie dran an das Ding? Fußwegtechnisch. So, passt. Dann, was ist das hier? Mal ganz kurz ausmachen. Okay, das ist dieses Mittelteil. Was eigentlich... Geh doch mal weg, ey. Für mein Verständnis irgendwie hier mit ran muss oder hier an die Seite. Aber da fehlt's jetzt. Ah, das ist doof. Da wünschte ich mir jetzt... Ja. Okay. Dann machen wir es anders. Ort ist bereits belegt. Du bist doch echt gesagt ein bisschen besoffen, oder? Na, da meckert er rum, weil da irgendwas ist. Das sieht irgendwie doof aus. Na gut. Schiebe ich dich weg? Schiebe ich dich halt auch weg? Ist mir doch egal, dann bauen wir euch halt zusammen. Ah, dann machen wir so. Wenn wir noch ein bisschen die Bäume dann, glaube ich, entfernen. Und den Weg jetzt hier auch nochmal ganz kurz entfernen. Parkweg mit Dekoration, Zooweg, nein. Eigentlich will ich nur einen Fußweg. Ort ist bereits belegt. Ich frage mich, was das ist. Okay, das geht. Das ist ein bisschen zickig jetzt gerade, ganz ehrlich. Da geht es. Merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Ist gar nicht so leicht, ne? Das Ganze hier mal so vernünftig hinzubauen. Das müssen wir auch nochmal richtig setzen. Okay. Halt, bewegen. Ja, dich bauen wir mal dahin. Du sollst dann in der Mitte zu einem richtigen Parkweg. Das ist okay. Ja, ausmachen. Ja, keine Straßenanbindung, ich weiß. Die wollen Straßenanbindung, unbedingt eine Straßenanbindung. Okay, dann kriegt ihr eure Straßenanbindung. Dann werde ich jetzt hier nochmal das mit den Kleinen zubauen. Was ist das für eine... University Dorm. Okay, University Dorm. Das ist der hier, dann... Ja, dann kriegt er nämlich da Probleme. Ort ist bereits belegt. Hier ist nichts belegt. Und trotzdem meckert er rum.
Ne? Guckt mal. Da geht's wieder. Mal ganz kurz weg. Das gefällt mir hier alles nicht. Wenn, dann will ich es jetzt gerade haben. Jetzt passt das natürlich wieder nicht. Ist klar. Ach, was man hier nicht alles macht, ey, ne? Ganz ehrlich. So. Ja, weil da ein Knick drin ist. Ein leichter. Totale Biberkacke. kriegen wir dich so ein bisschen gewuppt. Dann haben wir da so eine hässliche Wölbung drin. Aber dann ist das zumindest gerade. So. Jetzt haben wir das. Jetzt gucken wir mal, ob wir den hier irgendwie auch noch da vernünftig hinbekommen. Ja, nur in die Ecke. Ah, so geht es. Wie ihr seht, es ist eine ziemliche Puzzelei. Herzlichen Glückwunsch. Whatever. Flamingo gegen Elefantenjäger. Ah, unser Zoo ist aufgestiegen. So, jetzt passt das. Jetzt haben wir das hier auch im Griff. Sehr gut. Jetzt gucke ich mal, ob wir dazwischen... Entschuldigung. ...einen Weg bauen können. Ja, wird schon wieder schwierig. Ich sehe schon wieder kommen. Ah, verdammt. Ärgerlich. Okay, dann machen wir mal Folgendes. Dann werden wir jetzt versuchen, dich dazwischen zu quetschen. Geht natürlich nicht. Oh Mann, ey. Leute, macht mich fertig. Hallo, Abbruch. Jetzt passt das da wieder nicht. Ich werde irre. Ne, da werde ich irre bei. Dann werde ich nochmal zum Tier. Oder wir bauen es hier hinten hin. Hier sieht es mir irgendwie gerade aus. Ich will das nämlich vernünftig haben. Na komm, was soll's. Bauen wir es da oben hin. Was soll's, komm. Bauen wir es da oben hin. Halt. Ja, natürlich ist der Ort hier bereits belegt. War ja klar. Mann, 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 ey. Wie gesagt, ne, man ist hier nur am Schieben und Machen und Tun. Das ist das Lehrgebäude. Bauen wir dich dahin. Dann schieben wir dich dahin. Wie gesagt, das kostet halt auch ein bisschen Geld. Ort ist bereits belegt. So würde es gehen. Haben wir aber eine Lücke dazwischen. Frage, können wir die Lücke nutzen? Ich fürchte fast nein. Okay, warte mal. Mal ganz kurz. Stopp. Können wir dich nach da bewegen? Nein, können wir nicht. Okay, machen wir es anders. Man muss hier wirklich tricksen teilweise. Dann ziehe ich das jetzt hier mal rüber. Baue jetzt den Weg. Soll hier ruhig durchgehen. Das passt der nämlich auch. Auch hier hinten lang, ruhig. Und führt hier nämlich der Weg hier raus, hinten lang. Und ja, dann sollte das gehen. Dann wären wir jetzt hier. Was ist denn das? Das University Political Building. Mein Gott, was für ein Wort. Können wir nicht, weil wir da eine Straße unbedingt ransetzen müssen. Das finde ich ein bisschen doof, dass man wirklich überall immer an eine Straße ransetzen muss. Ich will ja aber nicht zig, 20.000 Straßen durchziehen müssen, nur damit das da passt. Das finde ich ein bisschen doof.
Vor allen Dingen nehmen die auch eine Menge Platz weg. Na, zack. Na, das ist natürlich ein bisschen alles, ja, suboptimal, sag ich mal. So, und jetzt haben wir den hier, Police Department. Campuspolizei. So, dann haben wir hier das University Political Building plus Rectangle Dome. Nochmal Studentenheime. Wo wir das eventuell doch nochmal ransetzen können. Es tut mir leid, es ist mehr Tetris als alles andere. Das passt nicht ganz. Schade. Wenn es ganz ranpassen würde, wäre es geil. Aber passt es nicht. Obwohl, wir können da was machen. Wir können das dann... können wir das irgendwie... Da haben wir da eine Lücke. Ja, so nah wie möglich. Dann haben wir jetzt hier Studentenwohnheime. Sieht ja okay aus, sage ich mal. So, was ist das hier? Acting School. Können wir eigentlich damit ranmachen? Wobei ich mir eigentlich... Nee, jetzt müssen wir, das müssen wir nochmal irgendwie anders hinwursteln. Was ist denn das hier? Das ist das Admin-Gebäude. Das Doofe ist, weil wir hier diesen blöden Knick drin haben, ne? Das ist, sag ich mal, voll doof. Da bräuchte man wirklich eine gerade Strecke. Können wir dich irgendwo mal ganz kurz zwischenklemmen? Ja, können wir. Eine gerade Strecke. Eine ganz gerade Straße möglichst. Aber nicht mit... irgendwie mit 60 Grad oder irgendwie sowas. Muss das nochmal weg. Admin-Gebäude. Oh. Komm jetzt, ich will es irgendwo hin haben. So, zack. Das Ganze jetzt möglichst mal in schön. Hier eine gerade Straße. So, zack. Ort ist bereits belegt. Wieso denn? Was ist denn jetzt schon wieder? Oh, hey. Jetzt geht es. Da geht's nicht. Da geht's nicht. Geht nur so. Ja, zumindest gerade. Einen geraden Ansatz. Dann könnten wir hier noch ein paar Bäume vorpflanzen. Das bedeutet... Archäologie. Das Admin-Gebäude muss hier mit hin. Und die hier müssen nochmal verschoben werden. Aha. Ist ja nicht so, dass wir es nicht die ganze Zeit jetzt hier gemacht haben, ne? Sag mal, oder? Aber was willst du machen? Bis es passt, ne? Dauert's halt. So, dann nehmen wir dich. Das ist unser Hauptgebäude. Und dann könnte man ja eigentlich das Ding hier mit ranbauen, oder?
Lass mal kurz gucken, wie es aussieht. Nee, es sieht nicht so aus. Schade. Was ist denn das hier? Busstation bleibt, das ist okay. Archäologie. History. Okay, dann nehmen wir den Kumpel. Passt nicht ganz. Ah! Von der Größe her. Komm. Von der Größe her passt es nicht ganz. Was ist das jetzt hier? Passt auch nicht. Ah, es ist so doof. Ich brauche ein Gebäude, was so groß ist. Das passt auch nicht. Ist das von der Fläche? Ja, das wäre von der Fläche natürlich... Ja, das passt nämlich von der Fläche her. Ganz gut. Hier die Busstation. Und dann müssen wir mal gucken, was wir da noch für Gebäude haben. Wir haben 77.000. Library Building, das würde auch gut passen. Bibliothek. Warte mal ganz kurz. Kostet mal eben 35.000. Wir haben es ja. Nicht. Absolut nicht. Schieben wir dich dahin und das Ding kommt mit hier ran. Das glaube ich, das passt ganz gut. So, dann haben wir das. Gut. Ja, das sieht schon ganz okay aus. Nicht perfekt, aber okay. Ja, jetzt bräuchte ich natürlich ein hundertprozentig. Ja, es passt es nicht da rein. Das ist ja mega doof. Ja, nur gebogen und das will ich ja nicht. Schitte. Weil ich fürchte, für die nächsten Gebäude muss ich auch wieder Straßen nehmen. Und das ist natürlich total doof. Will ich ja nicht. Dann setzen wir nicht dahin und dann gehen wir mit der nächsten Straße hier lang. Zumindest passt das nicht. Passt das nicht. Das ist ja auch doof. Das ist ja mal voll Banane. Passt auch nicht. Nur einen weiter. Da wäre es gut. Da würde es passen. Von mir aus auch so. Soll mir auch recht sein. Hauptsache es passt, wie gesagt. Ja, das ist eine Einbahnstraße. So, das sieht akzeptabel aus. Hier und da noch ein Gebäude dann hinpflanzen, dann passt das. Dann werden wir jetzt wirklich hier mal die Studentenwohnheime hinpacken. Oh, ich bin schon fast wieder über der Zeit, glaube ich. Da passt es jetzt nicht. Ja, war klar. Political Building. Naja, wäre schön, wenn wir das da irgendwie, ne? Hm. So, warte mal kurz. Okay, das passt. So, wo ist der andere jetzt? Man stückelt sich hier echt was zurecht. Das ist der Wahnsinn. Wo ist es denn jetzt? Hallo? Der andere? Hier. Jetzt passt es. Jetzt sieht es so gut aus. Studentenwohnheim. Ist okay. Und jetzt könnten wir eigentlich... Kommen wir nicht dran vorbei. Ah!
Ja, verdammt. Oh Mann, das ist doch doof. Das ist doch richtig doof. Die nächsten Dinger. Das passt. Kann auch so sein. Okay. Mal ganz kurz weg. Archäologie-Building. Schön wäre es natürlich so. Aber es klappt nicht. Wenn wir so eine komische Konstruktion bauen, das ist... Ja. Es wird langsam eng, ne? Jetzt wird langsam eng. Das ist der Wahnsinn. Was ist denn hier los? Hä? Was ist denn hier los? Ach, das eine ist in die Richtung, das andere ist in die Richtung. Alles klar. Moment, das haben wir gleich. Jetzt passt... Passt es? Nicht... Irgendwie eine Verbindung passt da nicht. Ich hoffe, dass sich das wieder selbst fängt. Wie gesagt, jetzt haben wir die Studentenwohnheime. Jetzt haben wir hier dieses Archäologiegebäude. Police Department. Das können wir hier vielleicht noch hier vorne mit... Na, das passt nicht rein. Schade. Ah! Oh Mann, nur Millimeter. Hier passt es auf die Ecke. Kommt das damit hin? Was ist das hier? Das History Building. Dann der die Theologiekirche, die hier nicht hinpasst. Schade. Verdammt. Was ist das denn? Faculty Building. Na, zack, das ist auch okay. Ah, jetzt hat er sich die Dings wieder gefangen. Ist okay, so, wie gesagt, ich arbeite jetzt hier wirklich mit Einbahnstraßen, damit hier nicht zu viel Chaos herrscht. Muss natürlich nur ausgeschmückt werden, etc. pp., das ist klar. Und was kriegen wir auch hin? Okay, dann müssen wir jetzt wieder eine Einbahnstraße nehmen. Ich würde jetzt zu gern von da abgehen. Aber das wird so nicht klappen. Das ist doof. Das ist doof. Verdammt. Na, wir könnten natürlich hin und her ziehen, das ist klar. Okay, dann machen wir es halt von hier aus. Auch nicht. Da ging es nicht. Okay. Mal ganz kurz. Das Ding hier geht mir auch ein bisschen auf den Puffer, ne? Ziehen wir den mal da hinten hin. Den auch. Also wird ein Riesengebiet hier. Also, was heißt Riesengebiet, ne? Aber es ist schon nicht klein, sagen wir es mal so. Okay, das passt. Da kommen wir nicht ran. Muss ich doch... bisschen was wegnehmen. Kriegen wir nicht angeduckt hier oder was? Was ist denn los? Okay, dann müssen wir dich mal verschieben. Jetzt müsste es doch gehen, oder? Okay, dann haben wir jetzt das.
Den Update. Okay, wir haben da. Dann fahren wir jetzt wieder in die Richtung. Okay, dann haben wir das auch. Jetzt hätten wir noch die Kirche. Die wir dahin packen. Plus den Park. Wenn wir ja auch noch weitermachen wollen. Was ist denn das hier? University Dorm. Okay, den können wir eigentlich noch hier mit hin machen. Habe ich mir eigentlich so gedacht gehabt. Passt da noch hier hin? Komm. Gibt es da noch mal einen hin? Acting School. Also Schauspielschule ist das hier. So weit, so gut. 22.000 haben wir. Wir haben noch mehr Gebäude, das weiß ich. History Building. Library Building. Chemistry Building. Oh mein Gott, mein Englisch. So, tut mir leid. Archäologie-Gebäude haben wir auch noch. Was ist denn das hier? Political Building. Politikunterricht sozusagen. Haben wir auch noch offen. Ich habe so das Gefühl, wir werden nochmal erweitern müssen. Befürchte ich fast, dass das nicht ausreicht, der Platz. Aber liebe Freunde, das alles und vieles mehr seht ihr erst im nächsten spannenden Part. Ich bedanke mich so lange fürs Zusehen. Hinterlasst ein Däumchen nach oben und dann sehen wir uns, wie gesagt, bald wieder. Bis dahin bin ich... Blöde Maus. Aus. Oh. So, jetzt nochmal. Wie gesagt, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin bin ich raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed.